So schon, du brauchst genug beim Essen. Hallo ihr Lieben, ich bin die Hanna vom Kanal Klein aber Lecker und Isabella ist heute wieder zu Gast bei mir. Hallo. Was machen wir denn? Genau, wir machen wieder unsere 10-Zutaten-Challenge. Das heißt, wir bekommen 10 Zutaten, wo wir beide keine Ahnung haben, welche das sind und sollen dann daraus spontan ein wohlmöglich noch leckeres Gericht zaubern. Ja, das Ganze steht wohl unter dem Motto Grillen. Ah ja, stimmt. Also, ja, schauen wir mal. Ha. Mein Blick ist immer erstmal so frozen. Ja, das sieht eklig aus. Was ist das? Ist doch viel dunkler. Was ist denn das? Ach, das ist Sesammus. Tahin. Tahin, Sesampaste. Ja. Dann haben wir noch Kartoffeln. Ich glaube, das wird mein Lieblingsgericht von allen, die wir bisher gemacht haben, weil es ist nämlich Fleisch drin. Sieht aus wie Putenfleisch. Genau. Salz und Pfeffer, vielen Dank. Hat jemand mitgedacht. Ja. Ingwer, sehr gut. Frische Himbeeren. Oh, auch immer gut. Frühlingszwiebeln. Mhm. Okay. Das ist Petersilie, oder? Genau, Petersilie. Und Texicana Salsa. Die kaufe ich mir gerne. Ja, ich esse die eigentlich ich esse mit, richtig gerne mit so Chips zum zusammen. Ja, genau. Ja, richtig gern. Aber zum Kochen bisher noch nicht so doll, ne? Okay. Ich könnte mir halt vorstellen, dass wir die Himbeeren jetzt essen und währenddessen überlegen, was wir machen. Gut. Ja, doch, das klingt gut. Okay. Dann könnte man die Kartoffeln ja irgendwie so grillig anrichten. Also, dass man sie halt nicht nur kocht oder nur anbrät in der Pfanne, sondern dass man sie vielleicht... Jetzt du. Aber wir könnten sie kochen und dann könnten wir die so halbieren und weißt du, so... So Ofenkartoffeln machen. Ja, genau. Ah, okay. Ja. Und die dann irgendwie füllen. Ja, und dann füllen wir sie mit Himbeeren. Wer hat sich diese Zutaten ausgesucht und was hat sich diese Person dabei gedacht? Viele Grüße an dieser Stelle an unsere Praktikantin Anne. Dankeschön. Wunderbar. Wir haben keine Ahnung. Also die kann man auf jeden Fall so essen. Ja, die machen einfach so das. Die machen einfach so. Ja, oder wir machen was damit mit der Soße, ne? Das kann man halt auch irgendwie das. Weil, oder könnte man das Fleisch in die Sesampaste damit einschmieren. Ja. Einfach in Wälzen. Mhm. Salz, Pfeffer dazu. Salz, Pfeffer. Und das als Marinade halt anbraten. Anbraten mit Marinade, genau. Ingwer, Texicana Salsa, Frühlingszwiebeln und Himbeeren. Und daraus eine Soße machen, ne? Wie so eine Salsa 2.0. Genau. Dann legen wir jetzt los. Okay. So, und ich wälze jetzt das Fleisch in so einer selbstgemachten Marinade aus Tahin, also Sesampaste, Salz und Pfeffer. So, Isabella sagt, das ist sehr bitter. Das probiere ich jetzt mal. Kommt, ne? Also, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Sollen wir das trotzdem machen? Ja. Meinst du, es wäre eklig, wenn wir da in die Marinade Himbeeren reintun? So. Wir können sie auch anbraten und dann noch in den Ofen tun, wenn es nicht ganz durch wird, ja, das Fleisch. Das ist okay, gut. Dann nehmen wir einfach Himbeeren dazu. Das wird. Ich bin mir auch noch nicht so sicher. Naja, gut, das ist wirklich etwas, was ich noch nie in meinem Leben gemacht richtig habe. Richtig, und es soll auch was Neues sein. Richtig, richtig. Ich schäle schon mal den Ingwer. Ich mache jetzt nicht so viel Paste drauf. Ich mach schon mal die Kartoffeln rein. So, und da wir ja Salz haben, mache ich da mal ein bisschen Salz drin. So, ich brate jetzt mal das Fleisch an. Ich bin vorsichtig und schaue es dann vielleicht noch in den Ofen raus. Genau. Haben wir Fett? Nein. Das Fett ist die Sesampaste. Ja. Das wird tricky. Meinst du, ich soll das einfach vorher noch mal irgendwie anbraten? Oder in einfach Ingwer? Nee, dann machst du die Soße. Misch es einfach mal so. Gibt's halt irgendwann Frühlingszwiebel dazu? Ja. Isabella meinte gerade, es sieht aus wie ein Einhornsteak. Ja, ich wende jetzt mal. Das ist halt rosa. Okay, dann schneide ich noch mal ein bisschen von unserer schönen Petersilie. Magst du Petersilie? Ja. Sehr. Ich fühle mich nicht. Ich hasse Petersilie. Auch die glatte? Mhm. Jegliche Art von Petersilie. Oh. Jetzt hole ich das mal vom Herd, das Fleisch. Ja, ich glaube auch, das reicht. Wenn ich jetzt Alufolie hätte, würde ich es in Alufolie packen, damit das Fleisch nicht, also damit der Saft nicht so austritt und das Fleisch saftiger bleibt. Ja, klar, geht auch. Aber haben wir nicht. Nee, wir machen halt nicht so eine hohe Temperatur, würde ich sagen, dass es eher so langsam geht. Der Grill ist jetzt direkt hier. Ja. Also wir haben jetzt beschlossen, wir packen die Kartoffeln einfach zum Fleisch dazu in den Ofen. Die Kartoffeln sind nämlich jetzt schon so halb durchgekocht. Einfach in der Mitte einmal aufschneiden. Genau. Ne? Genau. So, und die geben wir jetzt einfach direkt dazu. Und ab damit in den Ofen. Super. Haben wir das? Jetzt die Soße. Genau. Wir machen jetzt einen Hauch von Anbraten, weil wir ja kein Fett haben. Und wir versuchen also so ein bisschen ein Röstaroma rauszuholen. Hängt schon so am Topf an. Gleich gebe ich die Soße dazu. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was ihr aus den 10 Zutaten gemacht hättet. Das würde mich mal sehr interessieren. Das stimmt. Ich frage mich das echt, weil also für mich ist es oft
für mich ist es oft, es gibt eigentlich nur so ein oder zwei Möglichkeiten und dann sagt jemand anderes, nein, ich habe was ganz anderes gemacht. Und du denkst dir, ach ja, krass. Klar, ja, why not? Auch, ja. Eigentlich sieht das schön aus mit den Kräutern. Ja, sieht sehr schön aus, ja. Isabella möchte noch ein paar Himbeeren reinspeisen, die Soße. Ich probiere jetzt mal. Schmeckt mega. Wow, ist die scharf. Die ist scharf, ne? Mm. Ein paar Himbeeren? Ja, doch. Bist du nur so 5-6 reingedrückt oder? Kannst du ja reinschmeißen. Ich, zum Beispiel. Okay. Ich glaube, das wird ein sehr leckeres Essen. Das Fleisch, was wird. Ich meine, die Kruste kann man auch wieder abmachen. Das wird ein gutes Abendessen. Mm. Der Ingwer bringt noch mal eine extra Schärfe rein. Die Kartoffeln sind ja bestimmt relativ mild und dann ja, ist natürlich, es klar, perfekt mit der. Werden, na, ohne Witz, ich meine es ernst, die Kartoffeln werden das abmildern. Siehst du irgendwas? Nein, ich sehe das nicht. Ich sehe dich. Oh, das sieht nicht gut aus. Ich hole jetzt mal Fleisch und Kartoffeln raus. Fleisch ist auf jeden Fall richtig durchgewonnen. Ja. Kartoffeln sehen aber auch gut aus. Probieren wir es. Das riecht schon ein bisschen nach Himbeer, oder? Die Panade. Mhm. Ich riech's gar nicht. Heiß ist es jetzt. Okay. Erstmal warten. Scharf. Mhm. Jetzt können wir das Fleisch beim Fleisch nicht erkennen, ob man die Panade schmeckt, weil die Soße sehr dominant ist. Ja. Mhm. Dann probieren wir einmal nur das Fleisch. Schmeckt nach Fleisch. Mhm. Nee, also die Panade hätten wir uns auch sparen können. Ja. Ja. Vielleicht hätten wir es auch da rein machen. Schade. Naja. Naja gut, die Himbeeren haben wir da reingemacht. Das wäre nur das Sesammus und ich bin ganz froh, dass wir es nicht in den Sesam haben. Die Soße noch gut. Nö, aber alles zusammen? Ja, alles zusammen ist richtig schmeckt gut. Schmeckt schon gut. Ist echt gelungen. Also, ich sag mal, ist meins. Du bist eh satt, oder? Satt? Was ist das? Richtige Antwort. Wenn ihr keine 10-Zutaten-Challenge mehr verpassen wollt, wir machen die nämlich jetzt alle 2 Wochen, dann könnt ihr einfach hier direkt auf Abonnieren klicken. Und alle anderen Folgen, die wir bisher gedreht haben, findet ihr hier unten. Hier und dann hier. Hier und dann. Oder umgekehrt, egal. Beides. Sehen wir uns gleich. Ciao. Ciao.